Gipfelstürmerwanderung mit Sepp vom Ski- und Wanderhotel Graz am 24. September 2014. Wir steigen vom Weißbauer auf bis zur Hennebichlalm, wandern dann hoch auf den Kamm und hier den ganzen Kamm entlang, ganz gemütlich hier hoch bis zum Gründeck. Da jammert schon wieder einer. Gegen alle Erwartungen laufen wir heute nicht im Schnee, aber hier sehen wir noch den Wintereinbruch von gestern. Im Hintergrund dort den Dachstein. Und wir steigen dann hier ab und gehen hier über den Kamm rüber bis zur Losbühlalm. Im Hintergrund hier seht ihr den Ankogel. Und links den Käskogel. Ganz hinten die Hochalmspitze. Ein Rundblick ums Gründeck, um das Großaltal. Das Großglockner hinten, das große Wissbachhorn, hier vor uns der Schuhflicker. Gestern waren wir da an der Viehhausalm und an der Höllwand. Dort unten sehen wir St. Veit. Direkt drüber und Hochkönig. Direkt vor uns hier St. Johann Alpendorf mit dem Gernkogel. Skigebiet Amadee mit Wagrain und mit Flachau. Im Hintergrund das Dennengebirge. Dann haben wir hier drüben die Bischofsmütze. Geht über dann in den Dachstein. Vor uns das Skigebiet Kleinaal, Flachau, Winkel, Zauchensee. Und wir wandern hier weiter rüber. Die Enzkraxe direkt vor uns her. Dann kommt hier der Faulkogel. Dazwischen drin, ganz hinten der graue, das ist das Weißeck. Und hier kommen wir rüber. Das ist der Runde vor uns, ist der Traugstein.
Und dann schließen wir wieder hinten mit dem hohen Dauern ab.